Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar dreht es sich heute alles um das Spiel Foundation. Das hatte ich mir jetzt mal im Steam Sale gekauft und ich finde das Spiel relativ cool und würde das gerne mit euch ein wenig spielen wollen. Es soll ein kleines Let's Play werden, einfach nur zum Entspannen. Ich baue hier ganz entspannt mein kleines Dörfchen auf und ihr könnt da ganz entspannt mit gucken, was ich denn da fabriziere. Ich habe hier schon mal reingeschaut, um mal mit der Steuerung, mit den ganzen Sachen halt zurechtzufinden, was man dann machen kann oder machen soll. Und ich würde einfach sagen, wir gehen hier an die Küste, generieren hier noch ein andere Karte, nimm mal die gleich, die sieht ganz cool aus, denke ich. Und ja, dann gehen wir einfach mal rein. Ist noch ein Early Access Spiel, kam zwar schon 2019 raus, aber es ist jetzt noch nicht so alt. Ich habe 3 Mods installiert, die sind jetzt aber nur so Dekorations-Mods, beziehungsweise eine Sache, wo ich mehr produzieren kann. Das ist eine Wassermühle, aber das ist ja nicht das Problem. So, ich würde sagen, wo gehen wir denn hier hin? Hier auf die Insel. Das Startgebiet hat halt hier immer Stein, ein bisschen Holz und Beeren. Und jo, ich weiß bloß nicht, wenn ich jetzt hier auf die Insel gehe, also hier auf die hier, ob ich da auch dann neue Bewohner bekommen kann oder ob ich hier erst so eine Verbindung zum Land bauen kann. Aber ich denke, das Startgebiet hier, die Insel, ist, denke ich, eine ganz coole Herausforderung. Hier haben wir nämlich auch gleich Fisch in der Nähe, dann ja, gehen wir hier drauf. Und was man da baut, es ist jetzt kein Kriegsspiel oder so, dass man hier irgendwie irgendwelche Leute bekämpfen muss. Es gibt so ein bisschen Militär in dem Game, aber eigentlich nur auf so einer Stat-Karte dann quasi. Und ja, man baut hier eigentlich nur ganz entspannt sein Zeug auf. Und da würde ich jetzt einfach mal beginnen. Man beginnt hier mit so einem Dorfzentrum. Das baue ich jetzt einfach mal hier an den Start ran. Ja. Man hat mal hier seine Dorfbewohner und bei diesem Let's Play würde ich gerne die Dorfbewohner wie meine eigenen Freunde benennen. Also dass meine Freunde und ich selber halt für mich, der jetzt hier am Maus- und Tastaturrand sitzt, für mich arbeiten und ich so ein bisschen meine Leute hin und her kommandieren kann. Ich stelle das mal fix ein und dann zeige ich euch mal die ganzen Leutschken. So, dann wäre ich soweit. Ich stelle euch jetzt einfach mal meine ganzen Leute vor. Das hier ist Dustin. Rechts daneben steht Ray. Dann haben wir hier Maurice. Maurice und Timo. Timo heißt mein Vater. Und die stehen gerade ein bisschen ineinander. Ich hoffe nicht, dass die sich irgendwie unsittlich berühren. Das bin ich hier mit diesen riesen Klubschaugen und dem geilen Schnauzer. Sieht richtig geil aus. Dann haben wir hier Michelle, so heißt auch meine Freundin. Dann haben wir hier Pia, habe ich jetzt einfach so mal genannt. Ist jetzt keiner aus meinem näheren Freundeskreis. Dann haben wir noch Melen und Karin ist meine Tante. Und das ist erstmal so meine Startbevölkerung, mein Startgebiet. Und jetzt legen wir hier einfach mal los. Man hat hier schon jetzt die ganzen Gebäude, die man eigentlich erst nach und nach freischaltet, wenn man da das Tutorial spielt. Aber das Tutorial kenne ich schon und deswegen bauen wir da jetzt einfach mal wild drauf los. Die Bauherren oder die Bauhütte, genau, bauen wir hier einfach mal hin. Dann starten wir das hier schon mal auf +1. So, dann auf jeden Fall ein Holzfäller-Lager. Dann machen wir das hier so hier. Genau.
Und das Coole ist, man hat hier solche Gebiete hier, die man halt aufgeben kann zum Abholzen zum Beispiel oder zum Aufgeben, wo die halt ihre Häuser bauen sollen. Und das halt hier ist schon fertig. Es wird halt nicht groß gebaut und wir machen einfach mal als Baumeister jetzt hier, nehmen wir mal den lieben guten Dustin und den Maurice. Die sind jetzt mal meine Bauherren quasi. Dann bauen wir hier noch eine Sammlerhütte. Ist das hier? Machen wir die mal hier so hin. Schicken hier mal noch einen rein. Mal hier mal noch den Markus. Markus, Dustin und Maurice sind jetzt meine Bauarbeiter. Und hier werde ich dann gleich andere reinschicken. Kann ich das hier schon mal ein bisschen vorspulen lassen, damit es ein bisschen schneller geht. Dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Steinbruch. Hier machen wir den so. Runter. Holzfäller bin ich mal und mein Vater, der Timo. Schauen, ob der sich gut anstellt. Okay. Das baut ihr hier mal. Bauen. Zack. Dann sammeln. Muss ich noch ein bisschen warten. Dann würde ich sagen, baue ich dann hier so mein Wohngebiet hin quasi. Das hier lasse ich alles abbauen. Jetzt können wir hier schon mal das da und das da zum Abbauen der einzelnen Sachen. Hier tun wir einfach mal die Karin und die Michelle rein erstmal. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie nach dem Geschlecht gemacht oder so. Es ist halt jetzt einfach mal einfach frei willig und frei gesponnen. So rum wollte ich sagen, genau. So, da brauchen wir aber hier auch noch einen Markt und ein Speicher, um die Sachen halt zu speichern. Die Nahrungsmittel hier, also die Beeren sind ja das in erster Linie. Wir machen das hier mal so hin. Das so hin. Hier an den Rand, schön ans Wasser. Damit wir da auch einen guten. Ach nee, warte mal. Nein. Falsch. Das muss andersrum gedreht sein. Da gibt es nämlich kleine grüne Pfeile. Und die kleinen grünen Pfeile da. Muss man halt nehmen oder beachten. Das sind diese Zugangswege, wo die da reingehen. Quasi, das ist wahrscheinlich jetzt hier. Ja, egal. Ich gucke einfach mal, wie die das bauen. Machen die das jetzt hier? Müssten eigentlich loslaufen, aber die machen gerade Pause. Ja gut, alles klar. Bewegt euch jetzt. Gut. Dann Bergarbeiter. Nehmen wir einfach mal Ray und die liebe gute Pia und klatschen die zwei in die Steinmine hier oder quasi in das Steinvorkommen. Die Vorkommen hier, also die Beeren und das Stein ist hier halt unendlich. Das ist jetzt noch nicht so weit programmiert, dass es irgendwann aufhört. Aber man hat halt hier, glaube ich, noch was man dann noch mitnehmen kann, obwohl das ja, glaube ich, auch Eisen ist oder so. So weit war ich noch nicht. Aber die Straßen, die halt hier machen, ist halt alles selber gemacht und selber erstellt quasi. Und genau, dann würde ich hier schon mal die Wohngebiete einfärben. Und die Wohngebiete machen wir einfach mal. Ja, gute Frage. Entweder mache ich es hier hinten hin. Könnte ich eigentlich schon machen, ne? Also wenn ich hier so das mache. So. Und hier einfach mal die ganze Fläche. So, dalle.
Dann schick mal hier noch einen in den Holzfäller rein. Melen, komm. Du bist jetzt auch noch eine Holzfällerin. Egal. Und dann gucken wir mal, wie gut das hier läuft. Hier wird schon die ganzen Wohnhäuser gebaut, damit die auch ein Dach über dem Kopf haben. Denn man hat auch hier solche Bedürfnisse. Und wenn man da nicht alles erfüllt, dann werden die halt unzufrieden und dann kommen halt nicht so gut die Leute an, um da, ja, machen wir gleich so, komm, um halt neue Leute zu einzuwandern. Also hier hat man ja Einwanderung und da braucht man hier ja Zufriedenheit, Beschäftigung und Wohnfläche, dass da die Leute ankommen. Ich weiß bloß nicht, ob die hier über den Fluss hier drüber kommen. Aber ja, keine Ahnung. Und hier gibt es schon Fische, was sehr cool ist. Also haben wir gleich mal eine zweite Nahrungsquelle dann. Jetzt regnet es gerade. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Marktstand. Wo tut man den mal hin? Ich würde das mal hier so hin machen. Oder? Hier so, weil es geht ja um diese Attraktivität so rum. Und wenn die halt so niedrig ist, dann bauen die sich halt nicht aus oder werden halt nicht zu solchen geilen Prunkschlössern quasi. Werden nicht zu Prunkschlössern, das kann man halt alles selber einstellen. Und was ich halt cool finde, ist, man hat halt hier so die Übersicht zwischen den verschiedenen Sachen. Wir machen hier auf jeden Fall mal unseren Namen. Lord Sky Max einfach mal. Und dann hier nehmen wir die Stadt in den Wolken. Wegen SkyMax und dann, ne, passt es ganz gut. Ist jetzt, denke ich, nichts Verwerfliches, dass ich das nehme. Dann machen wir den Markt. Ich denke, ich würde den hier so reinmachen, in das Dreieck hier. Das sieht ganz hübsch aus. Und mal einfach mal hier. Funktion Marktplatz. Und dann kann man hier Lebensmittelstände reinmachen. Und so, da können wir vielleicht hier auch noch so ein kleines Dach reinmachen. Das hier, das ist unser Markt. Und der holt sich dann immer hier aus dem Lager dann die Beeren zum Verkaufen. Denn man hat auch hier sein Gold, was man im Auge behalten muss. Denn mit dem Gold kann man halt hier neue Sachen bauen. So, aber ich bin mal gespannt, wie das hier. Zufriedenheit keine? Ach so, weil es noch ein bisschen dauert, ja. Genau. Dann können wir hier schon mal das gute Abbaugebiet von dem Hölzern hier mal, von dem Wald, noch ein wenig hochstellen. Upsi, das war ja falsch. Damit hier. Ich würde das erstmal hier so ein bisschen wegroden. Damit hier ein bisschen Platz entsteht und ich meine Sachen hinbauen kann. Und ich sehe gerade, hier habe ich auch nochmal Fischis, aber die kann ich noch nicht bauen. Ich werde dann euch mal zeigen, wie dieses modulare Baumenü von so speziellen Gebäuden ist. Von der Dorfkirche zum Beispiel oder von diesem lustigen Gutshaus. Da kann man nämlich ganz coole Sachen bauen. Und ja, somit braucht man hier nicht wie in, keine Ahnung, Anno 1800 oder so, das ist halt hier so statisch, langweilig bauen quasi, dass man halt hier alles gerade baut und auf der größtmöglichen Effizienz, so würde ich es bauen, sagen. Sondern das ist halt hier alles wie im richtigen Leben, alles so ein bisschen, ja, durcheinander und so, wie es halt gerade gebraucht wird oder wie es halt gerade benötigt wird, gebaut wird.
Und hier die Gebäude, die können sich dann auch verdichten, dass hier halt hier das Gebäude größer wird und so. Aber das sieht man dann alles später. Spulen wir hier ein bisschen vor, damit es ein wenig schneller von der Stange geht. Hier wird mein Speicher gebaut. Ich brauche auf jeden Fall neue Leute, weil ich hier ja den Marktplatz noch bedienen muss und hier noch einen Träger einstellen muss und so weiter. Aber gut, das erste Häuschen ist schon fertig. Wir wohnen da. Markus und Pia. Aha. Naja, schauen wir mal. Fortpflanzung ist jetzt hier nicht unbedingt vonnöten, weil die Leute halt alle nach und nach zugewandert kommen. Wir ziehen mal hier einen ab. Ich nehme mal Ma Maurice weg und schicke den mal hier rein. Das wird jetzt mein Träger und weist dann hier die Beeren zu. Und der Träger sammelt dann hier die Beeren, die dann hier drinnen sind, zu dem Speicher und lagert die dann dort ein, genau. Und man kann die dann dadurch auch ein wenig handeln. Wenn dann mein Marktplatz fertig ist, ich hoffe mal, der wird gleich fertig, dann können wir hier, glaube ich, mal einen abziehen. Ne, hier, genau. Da ziehen wir jetzt einfach mal mich ab, so rum. Mich an, nein, mich abziehen, so rum. Und stellen mich dann hier hinter diesen Marktplatz. Und dieser Marktplatz ist halt einfach das, die generiert halt Einnahmen durch den Verkauf von Nahrungsmitteln und Waren an eure Dorfbewohner. Also die kommen dann hier ran, kaufen dann hier Beeren und stecken sich dann das auch in ihren gierigen Schlund. Ich schaffe jetzt hier die Kisten hin, stelle mich dann hier ran und wenn dann jemand kommt, der kann dann hier kaufen. Genau. Und somit habe ich schon mal zwei Nahrungs- oder zwei Bedürfnisse schon mal erfüllt. Jetzt fehlt nur noch Komfort. Das sind hier Unterkünfte und Gottesdienst. Das mache ich jetzt gleich, wenn ich denn mal ein wenig Leute bekomme. Eine kostenlose Be Gebietserweiterung. Ja gut. Das hier weiß ich halt nicht, was das hier mir bringt. Ist halt nur Wasser und ein bisschen Strand. Und dann würde ich einfach das hier nehmen. Oder das hier? Ne, ich nehme das hier. Oder? Oder das? Dann hier so einen Zugang zu diesen anderen Sachen zu bekommen. Alter, das sind ja hier richtig große Gebiete mit Wasser. Weiß nicht, ob die so sinnvoll sind, aber ich denke, ich nehme das hier. Aha. Mineralvorkommen, okay. Also es ist wahrscheinlich doch Eisenerz, das Zeug. Ja, und das Spiel wird relativ gut von den. Was heißt relativ? Aber es wird halt noch sehr gut von den Entwicklern halt weiterentwickelt, damit da hier immer neue Sachen dazukommen. Letztens kam dann diese Map-Generierung rein. Und auch diese Informationen hier von den Ressourcen, wie viel man im Lager hat, wie hoch die Produktion ist und der ganze Bums dort. Und jetzt habe ich hier gerade eine Brücke freigeschalten. Man kann hier nämlich auch ein bisschen forschen, indem man hier diese Wohlstandspunkte quasi sammelt und dann hier in diesen Sachen weiter forscht. Diese ganzen Forschungen kosten halt einfach Gold und sind dann halt gleich fertig. Und ja, dann würde ich hier einfach mal eine Brücke hier hin bauen. Jetzt müsste ich bloß wissen, wie das gemacht wird. Halten, Steuerung, horizontale Mausbewegung zum Drehen. Horizontale Mausbewegung. Nee. Brücken habe ich halt noch nie gebaut, deswegen weiß ich dann nicht so richtig, wie
kann man denn das? Ah, okay. Ah, okay, cool. Einfach so langziehen. Was sind denn diese roten Punkte da? Das Ende oder so? Aha, da brauche ich aber Bretter. Und Bretter kriege ich durch ein Sägewerk. Und dafür... Ich brauche halt einfach Leute. 10 Bevölkerung. Das ist halt ein bisschen wenig. Habe ich das hier ausgeschalten? Nee. Ich schalte das hier mal an. Kann das sein, wegen dem... Weil das hier abgeschnitten ist? Könnte durchaus sein. Ich hoffe es mal nicht. Dass das hier das Problem ist, weil ansonsten habe ich halt nur 10 Bevölkerung für die paar Leute, die ich halt eigentlich noch brauche. Aber das schauen wir gleich mal, wie das genau wird. Jetzt würde ich ja einfach mal ein Gotteshaus anfangen, und zwar setzen wir das hier einfach mal oder hier hinten hin. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, wenn hier an dieser Halbinsel quasi ein Gotteshaus steht. Und dann hier noch das mit der Gebietserweiterung hier quasi, dass sie da ihre Häuser bauen. Ich denke, wir bauen das hier hinten, denn das sieht ganz cool aus hier aufs offene Meer. Ja, genau. Und da braucht man jetzt... Okay. Man braucht dafür auch Bretter, deswegen erstmal das Sägewerk hier bauen. Dieser rote Kreis, ich weiß gar nicht, was der so macht, so richtig. Ich setze es jetzt einfach mal so hier hin, zack, und dann brauche ich noch das Lager hier. Genau. Lager Rhabarber, genau, da brauche ich aber erstmal das hier, denn ich brauche jetzt erstmal ein wenig Holzbretter. Na, damit ich da den ganzen Bums bauen kann. Aber man hat ja hier so diese roten Zonen quasi bekommen. Und diese roten Zonen, denke ich, dass es hier mit der Attraktivität zusammenhängt und die Gebäude hier diese Attraktivität halt runter setzt auf niedrig. Ist jetzt, denke ich, so meine Überlegung. Dann baue ich dann einfach mal hier eine Brücke und da eine Brücke und hoffe dann, dass dann die Leute hier rüberkommen können. Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Brunnenarbeiter braucht man zum Glück nicht. Das ist ganz gut. Dass es da nicht so wild ist. Den Brunnenarbeitern. Sägewerk gebaut. Ja gut, wir haben keine Arbeitslosen mehr. Dann ziehen wir hier mal noch in das hin ab. Und stecken den mal dann hier rein. Lass den, du bist jetzt mein Sägemeister. Bitte säge den Spaß. Gruß. Mache jetzt hin. Ich brauche Holzbretter. Mein Freund. Wo ist denn der Typ? Hier? Nee. Hier? Nee. Auch nicht. Naja, weiß ich nicht. Hier, dort war er. Ja. Dann weiß ich zwar nicht, ob man so halt einen Holzstamm durchsägt. Aber gut. Er wird's schon wissen. Genau, so ist halt das erstmal das Grundlegendste. Da kann man halt dann hier noch überall expandieren. Dann gibt es halt hier noch solche Fraktionen, die man Soldaten schicken kann, um da Sachen halt zu keine Rohstoffe für abbauen. Ach so, weil hier das abgeholzt wurde. Machen wir hier das erstmal so alles ein bisschen weg. Ich könnte das zwar jetzt auch abreißen und neu bauen, aber ich habe dann vor, hier so einen kleinen Förster hinzusetzen. Da dann, und das dann hier so ein bisschen auf
aufforstet wieder, kann man ja dann hier machen, Aufforstung, dass man da wieder neue Bäume hat und dann sind die auch nicht mehr so weit weg. Na, gut, dann gucken wir hier mal, wie das denn jetzt ausschaut mit der Dorfkerch. Die müssen zwar dann ein bisschen weit laufen, ja, das weiß ich, ist mir jetzt aber auch egal. Und dann kann man hier ein strohgedecktes Kirchenschiff, also so ein Haus halt bauen. Und dann sieht man hier, denke ich, den grünen Kreis, wo diese Beeinflussung, glaube ich, ist. Dann wird das, denke ich, so und drumherum noch ein paar Häuschen. Hölzerne Kapelle mit Fenster. Was ist das? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Bescheidenes Tor. Aha. Machen wir hier einen Eingang hin und dann hier den Glockenturm. Und den kann man dann auch in der Höhe verschieben, dass das dann hier so eine schöne Kerch wird. Und das bringt, da braucht man dann hier die Rohstoffe. Aber das können wir ja dann nach und nach bauen. Oder machen wir erstmal das hier. Hölzerne Kapelle mit Fenster erhöht die verfügbare Teilnehmerzahl. Kapazität. Nee, ich glaube, das ist nur so ein Anbau, oder? Ja, ich glaube schon, dass man hier das ja ranbauen kann. Dass man dann die maximale Raumkapazität, Teilnehmerkapazität erhöhen kann. Ja, denke ich, sieht ganz schnieke aus, so. Bauen wir den Spaß. Dauert jetzt ein ganzes Stück, weil wir, gut, das Stein haben wir, die Werkzeuge haben wir nicht, das Holz haben wir und die Bretter kriegen wir dann ja immer noch ein bisschen dazu. Ich hoffe halt, dass das hier, dass halt hier Leute kommen, irgendwie. Aber ich denke, dadurch, dass hier eine Insel ist, haben die keinen Zugangsweg zu der Insel. Vielleicht hätte ich dann doch hier das schon nehmen sollen. Naja, wir schauen einfach mal. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich hatte letztens in meinem Versuchsspielstand hier einfach ein Fleck genommen, wo man hier auf dem Land ist. Aber ich denke, das ist hier ganz in Ordnung. Hat man hier halt so ein kleines Fischerdorf, obwohl wir keinen Fisch haben hier noch, weil man das ja erst freischalten muss. Aber so baut man halt immer sein kleines Dörfchen auf. Es sieht ganz schnieke aus. So, man kann halt den Leuten halt zugucken, wie die halt hier rumrennen. Oder die Beeren halt pflücken. No, ich denke, das ist so ein kleines Nebenbei-Projekt, was ich vielleicht ab und zu mal hochladen werde. Und ja, ich denke doch, ist ganz cool. Na, vielleicht könnt ihr mir da noch ein paar Tipps und Tricks reinschreiben, was man hier denn noch so, oder wie man das halt hier noch effizienter bauen kann. Und ja, dann denke ich, ach so, was ich noch sagen wollte, ich werde die Parts, denke ich, so zwischen eine Viertel und eine halbe Stunde lang machen und dann nach und nach hier ein Update reinbringen oder euch zeigen, wie es halt läuft, beziehungsweise werde ich vielleicht auch ein bisschen offline das spielen, was schon ein sehr gemütliches Spiel ist. Gut, dann würde ich erstmal sagen, das war es erstmal für den ersten Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Schreibt gerne Anregungen, irgendwelche anderen Sachen in die Kommentare. Wenn ihr das denn möchtet, lasst auch gerne eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi!